Hier hört man schon, wie die Maschine anfängt zu schleudern und sich jetzt deutlich bewegt. Da hat sie nochmal richtig Glück gehabt, dass sie nicht vom Sockel gefallen ist. Sie fängt wieder an zu schleudern, also da scheint wirklich eine Unwucht drin zu sein, irgendwie Bettlaken oder ähnliches. Und hier kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, die Fliesen scheinen sehr glatt zu sein. Das erleichtert es natürlich auch, dass die Maschine herunterrutscht. Und da sieht man wirklich, das Wasser kommt vorne runter, die Maschine hängt da nur noch. Also da ist echt Glück, dass die Maschine nicht hinten den Wasserhahn rausgerissen hat. Das hätte wirklich noch zu größeren Schäden führen können. Übrigens, die meisten Hersteller schreiben in ihrer Bedienungsanleitung, dass die Waschmaschine mit einem Befestigungssatz mit dem Sockel zu verbinden ist, wenn sie auf einem Sockel steht.